Neulich gab es eine TV-Doku, konnte man sehen, dass die Finanzkrise 2008 nicht gelöst werden konnte, weil die Deutsche Bank-Lobby das verhindert hat, dass wirklich an den Ursachen was geändert wurde. Das heißt, wir stehen vor der nächsten großen Finanzkrise, weil dieselben Finanzsachen wieder gehandelt werden. Also, wenn nicht, was dagegen geschieht. Wir alle wissen es, die Mieten werden durch die Spekulation angeheizt. Und hierfür fehlen echte Grenzen, nicht für Menschen. Das führt zu einer Art entgrenzten Krieg der Besitzenden gegen die Armen weltweit und gegen die Demokratie, die nun den nationalistischen Antidemokraten ausgeliefert wird. Dagegen stehen wir zusammen auf. Wahnsinn! Denn nationalistische Exzesse sind die vollkommen falsche Medizin gegen unregulierte, globalisierte Finanzmärkte und ihre Folgen für Umwelt und Menschen. Die wirksame Durchsetzung der in der Verfassung versprochenen sozialen Bindung von Besitz und natürlich auch durch Enteignung, wenn es jetzt nicht sozial angewendet wird, und damit verbunden die Unteilbarkeit der Menschenrechte allein, können zu Lösungen führen, die den Boden wieder der Demokratie sichert und staatliches Handeln in den Dienst der ganzen Erdgesellschaft zwingt. Unsere Heimat, Herr Seehofer, ist die Erde, die ganze Erde. Sonst schafft sich die Demokratie selber ab. Wir brauchen Grenzen für die Spekulation an Boden und Immobilien statt für Menschen. Denn die weiter abhebenden Finanzdoroblase sucht sich die Erde in die verbliebenen Land- und Mietbereichen. Seehofer aber plant, genau dieser Banklobbyisten Geschenke zu machen, indem der Staat weiter Privatisierung von Land und Wohnen finanziert, statt die Rechte der Armen zu sichern. Die Menschenrechte armer Menschen aber werden mit Füßen getreten. Die Politik hat Sozialwohnungen privatisiert und das Mietrecht verschärft, erlaubt Ökosanierung für Mietwucher zu nutzen, statt steigende Mieten ökologisch etwas entgegenzusetzen. Daher, Menschen mit geringem Einkommen werden gnadenlos verdrängt. Zuerst die Sozialmieter. Zwangsräumungen sind alltäglich. Wohnungslose, egal ob geflüchtet oder nicht, sind in Lager und Heime gepfercht, statt Wohnungen zu erhalten. Am Elend der Wohnungslosen kann schamlos Profit gemacht werden. Und leere Häuser können als Geldwäscheobjekte mit Polizeivorbesetzung durch Wohnungslose abgeschottet werden. In Italien werden gerade viele Langzeitbesetzer auf die Straße gesetzt. Zwangsräumungen haben auch bei uns Tote gefordert. Tode wegen Zwangsräumungen sind in Südeuropa viel stärker noch zur grausamen Ausdruck der Finanzkapitalismus seit 2008 geworden. Die Krise wurde nicht zur Begrenzung der todbringenden Geschäfte genutzt, sondern wieder nur dazu, immer noch mehr Profit für die zu erzeugen, welche dazu in der Lage sind, ganze Bevölkerung in Elend und Wohnungslosigkeit und Selbstmordserie zu stürzen. Das ist Neofeudalismus und nicht Demokratie. Die deutsche Regierung hat hierzu nicht eine Schlüsselrolle gespielt. Neue Formen des Nord-Süd-Rassismus populistisch geschürt, durchgesetzt, dass den ärmeren Südeuropäern hartes Sparen für die Banken, für die Rettung der Banken aufgezwungen wurden. Das hat nicht etwa bewirkt, Einkommensabgrund zwischen Arm und Reich einzuebnen, indem Reichtum passend besteuert wird und Spekulation begrenzt, sondern es wurde massenweise Elend und Verdrängung bewirkt. Die Reichen der Südländer aber wurde für ihr grenzenlos freies Kapital die Spekulation mit Immobilien bei uns willkommen geheißen, weil die Reichen besser, auch unsere Reichen, an der Stadt verdienen dabei. Die hohen Spekulationsschulden aus dem Berliner Bankenskandal sollen so unter den neuen Renditen vergraben werden, die mit den Immobilienfonds nun zu erzielen sind durch Verdrängung. Die Milliardensteuern, die dafür ausgegeben wurden, werden nicht zurückverlangt. Das müssen wir aber zurückverlangen. Hausbesitz lernen wir aus Griechenland, weil da haben viele Leute Häuser geerbt, rettet auch nicht vor Wohnungsverlust. Ob wir uns Menschen werden nennen können, ist unsicher, denn die Rechten und viele Herrschenden lassen wieder verstärkt Diskurse der Entmenschlichung auf uns wirken, um unsere Wut auf andere Arme zu lenken. Aber wir lassen uns nicht spalten. Nur Solidarität hilft gegen die Not, die uns alle auf dem Planeten trifft, jedenfalls die Armen. Wir Armen fragen uns, was haben wir von Zwangsräumen und Periode Menschen verschiedenster Art gemeinsam mit Geflüchteten? Seit der Finanzkrise hat die Verwertungs-Ausbeutungsintensität global zugelegt, mit der zum Beispiel Regenwälder zerstört und Menschen aus ihren Heimaten vertrieben werden. Überall Verdrängung.
Mietwucher in der Stadt, auf dem Land haben Biobauern aus Gründen des Landgrabbing durch Finanzkonzerne Vertreibung erlitten. Mehr Anbau von Biotreibstoff schafft Hunger und Massentierhaltung führt zu Regenwaldvernichtung, Sojaanbau. Wir wissen es alle. Weltweit werden Massen von Menschen wohnungs- und heimatlos gemacht für die Produktion von Dingen, die wir gedankenlos konsumieren. Neben Krieg und Klima sind das die Gründe, weswegen die Leute zu uns kommen. Und sie sind bis bald mit uns und von Abschiebung bedroht. Wir sind solidarisch mit ihnen und nicht mit der AfD. Also, wir fordern, viele Menschen überall fordern, echte Demokratie statt Kapitalismus. Und dafür brauchen wir eine große bundesweite Demo in Berlin nächstes Jahr. Forderungen haben wir ganz viele, Spekulationen, rechtlich und steuerlich bremsen, Modernisierung nicht auf den Rücken der Mieter und so weiter und so weit. Arme Leute überall leben in Angst, ihr kleines Privileg, eine Wohnung noch zu halten zu können, in Anführungszeichen Privileg, zu verlieren. Und dann haben sie Angst, wenn das Jobcenter sie triebst. Doch wir fanden den Mut der Geflüchteten, gleiche Rechte zu fordern, legitim, haben ihren Mut zu besetzen bewundert. Zusammen sind wir stärker. Wir müssen noch solidarischer werden. Und hier sind noch viele Stimmen noch nicht gehört. Auf der bundesweiten Demo werden wir ihnen eine Stimme geben. Dann haben sich in viele Innis zusammengetan in Berlin gegen Mietenwahnsinn und am 14.04.2018 kamen 25.000 bis 30.000 Menschen zusammen. Nun müssen wir uns bundesweit zusammenschließen, um Schlimmeres zu verhindern. Wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen, denn die Rattenfänger warten schon auf uns und wir müssen schneller sein als sie. Wir wollen nicht aus unseren Wohnräumen geworfen werden für den Profit der reichen Neofeudalisten. Nicht in Berlin, nicht in London, New York, nicht in Amazonien, Afrika, Südasien. Der Kapitalismus ist an seine Grenzen geraten und will uns über seine Grenzen werfen. Ins Nichts. Kapitalismus hat sich unfähig gezeigt, sich an den demokratischen Werten zu messen. Und deswegen müssen wir zusammensteigen. Also hier noch was gegen Krieg. Ich mach's ganz kurz. Ich bin die Nicole von der Wiener Partei. Ich will nur zwei Sachen sagen. Hier gehören ganz viele bunte Fahnen hin und nicht wieder links eine Fahne, eine Deutschlandfahne, weil wir sind alle Teile von Mietern. Das brauchen wir. Und auf der rechten Seite steht ein großes Schild der Immobilienlobby. Das brauchen wir ja auch nicht.